3000 Kugelbomben. Mehr Bier. Ja, willst du jetzt noch eins anreißen hier oder nicht? Ja, gleich reißen wir noch eins an. Sehr gut. So, Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Maskletta mit 3000 Kugelbomben. Also, mehr brauche ich glaube ich nicht sagen. Und wir haben es eilig. Die geht in ein paar Minuten los. Wie immer, kurz auf knapp. Mal schauen, ob wir noch einen guten Platz erreichen. Ja, komm, zeig mal deine Skills. Auf jetzt! Parkour-Skills. Schnack. Ist ja gar nichts los. Das ist nur der Warnschuss. So, auf der Suche nach Pyro Extrem. Junge, das sieht schon geisteskrank aus. Das ist ja geil, was wir da aufgebaut haben. Nur hart, ey. Thank you.
zwar. Ich hab die scheiß Ohrstöpsel vergessen und du hast sie an. Ich hab sie ja. Scheiße, Alter. Ich stand die ganze Zeit so. So. Ja, Ding. Oh, Hauptsache, die Kamera ist noch irgendwie halb drauf. Ich konnte nicht mal hingucken. Konntest du hingucken? Ey, das war so fucking hell. Ich hab so das Handy geguckt und da war es dunkler. Da war es dunkel. Ja. Also nein, es war hell, aber es war dunkler als so live. Digga, ich hab so... Ich konnte nicht hören. Ja, weißt du? Ich konnte nicht sehen. Ich hab mir gedacht, das würde jetzt genauso leise wie das von den Holländern. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann brauche ich dich jetzt nicht fragen wegen Ohrenstöpsel so. Ja, ja, okay. Ja, ich hätte es ja auch nicht gedacht. Ja. Ich bin ja ehrlich. Ich hab auch das nicht erwartet. Ich meine, wenn so ein Ding einmal explodiert, okay, aber 10.000 Mal. Also Leute, wie immer muss ich mich am Ende dann nochmal kurz melden, vor allem bei dieser Aktion hier muss ich nochmal kurz ein paar Worte irgendwie zusammenfassen. Ich muss echt gestehen, das war mit Abstand das Heftigste, was ich je an Feuerwerk live erlebt haben durfte und ich muss auch sagen, ich fand es ein bisschen zu heftig, vor allem wenn du halt diese nur 10, 15 Meter daneben stehst, so, weißt du, ey, keine Ahnung, 500 Meter weiter weg, wie das in Deutschland auch sein muss, vom Sicherheitsabstand her, ist es vielleicht auf jeden Fall zu genießen, aber so, ich muss euch ehrlich sagen, ich konnte es am Ende nicht mehr genießen, wo da 45 Sekunden lang diese Salutbomben explodieren, ich konnte nicht hinsehen, ich konnte nicht hinhören, also ich hatte keine Ohrenstöpsel drin, weißt du, wir haben uns die extra einen Tag vorher gekauft in Valencia und wann nicht drinne als bei diesem Feuerwerk und da hatte ich sie nicht drinne und ja, es war einfach zu krank. Aber ich nehme es auf jeden Fall als Erfahrung mit, sowas mal miterlebt zu haben und schreibt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich meine, als Zuschauer auch jetzt hier kommt das wieder nicht so rüber, wie es in Wirklichkeit war. Auch wenn man, glaube ich, jetzt schon ein bisschen erkennen kann, okay, das ist schon außergewöhnlich heftig. Aber man muss es trotzdem live erlebt haben. Ich meine, das klar ist bei Feuerwerk eigentlich immer so. Ich weiß nicht, lasst mich mal in den Kommentaren an eurem Eindruck und Gefühlen und Gedanken teilhaben und lasst uns mal ein bisschen kuscheln, weil das brauche ich jetzt nach dieser Action. Und dann sehen wir uns in den nächsten Vlogs und Maskletas und es kommt noch einiges. Es ist noch abwechslungsreicher Content auf jeden Fall auf Karte. Denkt nicht, das war jetzt alles. Vom heftigsten vielleicht, aber von den außergewöhnlichen Dingen, da kommen noch ein paar so richtig geile Aufnahmen. Und dann sehen wir uns bis dahin, wenn ihr das nicht verpassen wollt, ihr wisst es, ja, abonnieren und so weiter. Haut rein, ciao, ciao.